Hallo, liebe Freunde der großen und kleinen Bahn. Ja, wir machen heute mal was ganz anderes. Wir verbinden heute mal das Mittwochs- und das Freitagsvideo zu einem Sonntagsvideo. Ja, ich war vor gar nicht langer Zeit, hat sich mir eine Möglichkeit eröffnet, doch noch ein Fremo-Treffen-Video zu machen, als ich quasi als naja, als Hilfskraft unterwegs war. Also das Treffen hatte ich eigentlich gar nicht auf dem Zettel. Und dann begab es sich aber, dass es ein medizinisches Problem gab bei einem Teilnehmer und dort quasi zwei Autos standen und nur noch ein Fahrer zur Verfügung stand. Und dann wurde ich herangeholt und habe dort die Möglichkeit gehabt, mal noch eine halbe oder eine ganze Stunde, ich weiß nicht mehr, wie viel es war, ein Epoche 3 Treffen mitzumachen und dort noch ein bisschen zu fotografieren und zu filmen. Und das möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Viel Spaß. Schauen wir erstmal, wohin es uns verschlagen hat. Wir haben also hier eine Karte von Deutschland und visieren jetzt erstmal den Ort an. Es handelt sich um Bad Wilsnack. Ja, das liegt im Nord westlichen Brandenburg an der Grenze zu Sachsen-Anhalt. Und da haben wir den Ort und hier diese Halle. Und das gleiche nochmal im Google Street View. Ja, das ist die Halle, wo das Treffen stattgefunden hat. Vom Inneren der Halle habe ich leider keine Aufnahmen gemacht. Da hat, naja, da hat die Zeit nicht so ganz gereicht. Außerdem wisst ihr ja, ich fotografiere ja nicht so gerne Menschen oder Filme, weil es da natürlich auch immer mal Probleme geben kann. Ich hatte ja auch nicht die Zeit, da alle zu fragen, ob sie da gefilmt werden wollen oder nicht. Also das ist alles ein bisschen, ja, in der neuen Zeit ein bisschen schwieriger. Ich gehe davon aus, dass das Thema im Osten ein bisschen laxer gehandhabt wird als in Teilen des Westens. Ja, Epoche 2, Quatsch, Epoche 3. Na, haben wir natürlich hier hauptsächlich Fahrzeuge aus DDR-Zeiten. Ich bilde mir ein, dass ich irgendwas Bundesbahnmäßiges habe fahren sehen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich es aufgenommen habe. Aber die Gestaltung der Module, die ich zumindest jetzt gesehen und fotografiert habe, waren also nach DR-Vorbild aus der DDR hier irgendeine Polizeikontrolle. Ja, die sieht heute auch nicht viel anders aus. Dann haben wir hier eine schöne Ladestelle. Mir war wichtig, dass das Schildrauchen verboten da noch vor die Kamera kommt. Da. Das wäre jetzt bei Fremo-Treffen sowieso verboten, da irgendwie zu rauchen in der Halle. Hier haben wir eine 44, ich glaube, das war die Bundesbahnmaschine mit einem riesenlangen Kohlezug mit Selbstentladewagen. Also, mir war das schon fast zu lang. Also, ich. Es ist nicht wie im Vorbild. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei allen, die jetzt hier. Naja, auch wenn sie den Bahn gerne wissen möchten, was ist das für ein Bahnhof, was ist dies, was ist jenes. Ich habe jetzt im Moment des Films den Plan nicht vorliegen, der sollte mir zugeschickt werden. Ich habe aber auch keinen daran erinnert. Das war alles ein bisschen stressig und ich möchte auch gerne die Lücke zwischen dem letzten und diesem Video nicht so groß werden lassen. Weshalb ich jetzt hier auf die genaueren Zeichnung verzichtet habe, aber den Bahnhof haben wir irgendwann mal noch kurz eingeblendet mit Namen am Ende des Videos. Hier fand ich ein bisschen lustig, diese Pflasterstraße. Die ist irgendwie ein bisschen sehr bunt geworden, aber das hat was. Ne? Ist vor allem schön gemacht und schön gestaltet. Ja, dann haben wir hier etwas Rangierarbeit mit einer Baureihe 91. Wenn die Bilder ein bisschen wackelig sind, ich hatte natürlich jetzt infolge meines, naja, auch jetzt recht zügigen Losfahrens dann auch den Gimbal nicht mit, weil ich davon ausgegangen bin, dass ich da eh nichts mehr fahren sehe. Und das war halt falsch. Und ja, deshalb sind die Aufnahmen teilweise ein bisschen wackelig, weil ich eben hier aus der Hand
den da mit dem Handy gefilmt habe. Ich weiß gar nicht, das muss ich bei 50 sein mit einem Güterzug. Auf einer zweigleisigen Strecke. Ja, Module und Gestaltung. Hier haben wir gerade mal eine Lücke, aber ansonsten hat es mir eigentlich sehr gut gefallen, was ich da gesehen habe. Also das war alles auf einem hohen Niveau. Hier haben wir eine Reichsbahn Reco 41, was erzähle ich denn wieder? 41, die hier vor einem, ja, was ist es, Schnellzug? Gut, es war an der Sturm jetzt nicht so zu erkennen, ob es jetzt noch ein Eilzug wird, aber es wird schon Schnellzug sein mit den Wagen, die hier weiter hinten hängen. Ist das schon sehr eindeutig. Und dann haben wir hier noch einen Personenzug. Der hier durch die Gegend fährt mit einer 57, eigentlich eine Güterzuglok, aber das hat jetzt, glaube ich, gerade in der Epoche 3 nicht zu sagen, dass da jetzt da fuhr alles mal gerne ein bisschen durcheinander. Die Lok setzt jetzt hier gerade um, ist auch schön gealtert, wie wir sehen. Fährt wieder vor den Zug. Was läuft da gerade nicht um? Das ist doch ein schönes Maschinchen, da kann man doch nicht meckern. Tja, fährt wieder in den Zug und dann geht's in die andere Richtung weiter. Ein bisschen hektisch das Ganze, also normalerweise hätte man da noch ein bisschen mehr Standzeit gehabt, aber naja. So, dann schauen wir mal, was da jetzt auf uns zukommt. Diesmal wirklich eine Schnellzuglok in Form der Baureihe 01 vor einem Schnellzug. Der hier gleich die Kamera passiert. Ja, und da schauen wir ihm hinterher. Ja, in der nächsten Einstellung wird hier eine Kamera ins Bild gehalten. Ich erinnere mich dann immer an irgendwelche Veranstaltungen im, bei der richtigen Eisenbahn, wo dann laut geflucht wird, wenn dann irgendwer am Weg steht. Das habe ich im Fremo Gott sei Dank noch nicht erlebt. Ich finde es ein bisschen doof, also bei irgendwelchen Lokfesten oder so, dass da versucht der Fotograf die Leute
von der Lok zu vertreiben, die ist die Lok gerade angucken, weil er ja fotografieren will. Also das finde ich immer ein bisschen hohl. Ab und zu bleibe ich dann mal auch absichtlich stehen. Also wenn euch so jemand nervt, das bin dann ich. Aber ich bin, glaube ich, bei sowas erkennbar, weil ich dann meistens irgendwelche Poisentalbahn-Klamotten anhab. Ja, hier haben wir dann nochmal die 50 mit einem Güterzug. Ist sozusagen die letzte Sequenz, die wir hier in dem Video sehen. Aber wir haben noch ein paar schöne Fotos. Wie dieses hier zum Beispiel, was ein bisschen, naja, so ein bisschen städtisches Flair hat. Ist noch ein paar Autos auf der Straße, aber ansonsten ist das doch recht schön geworden. Hier ein schöner Zaun am Rand, der hat es mir besonders angetan, weil so ein ähnlicher Zaun auch in Possendorf steht. Schönes Viadukt mit einem Gewässer, was mir ein bisschen gelb aussieht, ist aber von der Gestaltung her nicht schlecht. Und hier diese schönen typischen Gartenszenen, die ich auch immer sehr gerne fotografiere. Dann ist hier sogar das Vorbild erwähnt, ne? Die Fernverkehrsstraße ist heute natürlich die B180, ne? Früher ist das F180 zu DDR-Zeiten. Wie Fernverkehrsstraße. Hier so ein bisschen Innenhof, Stillleben. Und natürlich wieder die Grüngestaltung, die es mir immer besonders angetan hat. Dann haben wir hier, naja, ein Feld hier im Vordergrund. Ja, das haben wir vorhin schon als Video gesehen. Und der Bahnhof, den wir jetzt gleich sehen, klärt sich jetzt auf. Waldhagen heißt er. Das ist der einzige Bahnhofsname, den ich jetzt hier heute nennen kann. Und das ist seine Steuerung. Ja, und dann haben wir hier einen der Schattenbahnhöfe, wo also die Fahrzeuge bereitstehen. Ja, und dann kommen wir zu dem letzten Bild im heutigen Video. Da wurde mir, leider ist es nicht so richtig schön ins, naja, es ließ sich schwer fotografieren mit dem Handy, weil hier einfach die Tiefenschärfe fehlt. Ja, was ist hier dargestellt? Das ist eine ehemals zweigleisige Strecke, wo also auf ein Gleis zurückgebaut wurde. Das ist ja nach dem Krieg im Osten quasi überall geschehen. Und teilweise sind diese eingleisigen Strecken auch geblieben. Hier hat man dann, um den Anschluss an den nächsten Bahnhof zu kriegen, dann dieses eine Gleis auf das ehemals andere Gleis verschwenkt. Und genau das hat man hier im Modell nachgebaut. Ja, und mit diesem Bild möchte ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht was draus.